Liebe Freunde, willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Und zwar, meine Damen und Herren, habt ihr vielleicht schon mal von dem besagten, unsichtbaren Block gehört, nicht? Dann werde ich euch heute mal ein bisschen mehr zu diesem besagten, unsichtbaren Block erzählen, ja? Dieser besagte, unsichtbare Block ist so besagt, dass er schon unsichtbar ist und Affen und Bananen mag. Nein, Spaß, liebe Leute. So, ich werde euch heute eine richtig, richtig coole Map zeigen, meine Damen und Herren. Und zwar werde ich euch gleich mal ein bisschen genaueres hier nochmal zu zeigen. Aber erstmal zeige ich euch den besagten, unsichtbaren Block, wie versprochen. So, wenn wir jetzt hier diesen wunderschönen besagten unsichtbaren Hebel hier, was? Nein, der ist gar nicht unsichtbar. Wenn wir hier diesen besagten Hebel drücken, kommt hier nämlich ein ganz normaler Stonebrick, ja? Aber Leute, das ist kein ganz normaler, gewöhnlicher Stonebrick, liebe Leute, denn dieser Stonebrick hat nämlich eine ganz, ganz besondere Eigenschaft. Dieser Stonebrick ist unsichtbar, beziehungsweise man kann einfach so durch ihn durchgehen, ja? Das ist nämlich der besagte Fake Ghost Block, ich weiß es auch nicht, liebe Leute. Ja, der besagte Block halt, was ich eben... Och Mann, okay, ich hoffe mal, ihr habt so ein bisschen verstanden, um was es hier geht, Leute. Ich starte jetzt einfach mal das komplette Ding hier. So, wir werden jetzt erstmal hier in Level 1 katapultiert. So, das ganze Level sieht noch recht normal aus, ne? Hier haben wir einen normalen Lever, da haben wir nix. Hier ist halt absolut gar nichts. Ich habe Angst, Leute. Ich möchte nicht alleine sein in diesem kalten Obsidian-Haus. Bitte kommt zu mir und helft mir, bitte. Bitte helft mir. Okay, wenn wir jetzt hier diesen Lever umlegen, was passiert dann? Hallo? Oh, da ist hier eine Tür aufgegangen. Wartet mal, kann ich hier nicht schon durchlaufen, wenn... LOL! Okay, okay, der besagte unsichtbare Block funktioniert, Leute. Er funktioniert. Er funktioniert atemberaubend gut. Was geht denn da vorne ab? Hallo? Ist alles gut bei dir da vorne? Irgendwie hat er so einen Zitteranfall oder so. Das ist ein Zitterblock, Leute. Das ist der besagte Zitterblock, ja? Okay, hallo? Warum funktioniert das nicht? Irgendwie bin ich ein bisschen... Hä? Was habe ich getan? Wartet mal, ganz, ganz entspannt. Wenn ich hier drauf stehe, jetzt kopiert er sich einfach. Hä? Okay. Oh. Das war, glaube ich, gar nicht so schlau. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf dem TNT laufen, beziehungsweise auf den Pressure Plates. Ich lege jetzt einfach mal den... Hä? Oh, okay, oh. Hä? Lol, okay, es war richtig, es war... Wieso habe ich jetzt so viel... was will ich denn mit Bedrock? Mach den Bedrock hier weg, Mann, den brauche ich doch nicht, Mann. Okay, anscheinend war das Level jetzt richtig. Das war gerade mega random irgendwie, ich hätte nicht gedacht... Lol, okay, cool. Ja, wir haben das Level geschafft, sehr gut. Ich bin Profi, Leute, habt ihr das verstanden? Ich bin Profi, okay? Ich bin Lars oder so der Profi. Lass einen Daumen nach oben da für diese Professionalität. Den hier legen wir um. Okay, zack. Oh. Hallo. Entschuldigen Sie bitte, ich bin verbrannt. Vielen Dank. Hä, wartet mal. Wenn wir jetzt hier, zack. Alter, das sind alles Geisterblöcke! Ah! Oh nein! Das sind einfach alles Wehe, du bist. Na, okay, das ist kein Geisterblock. Oh, meine Füße! Aua! Hilfe, mein Fuß ist verbrannt! Oh oh. Okay, bitte nicht. Und na, oh toll. Lauf! Renn! Okay, ich glaube, das ist der richtige Way! Okay, hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen, bitte. Lars, hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen, sonst kriegst du Hausarrest. Hör auf, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Okay. Wir gehen das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen sachlicher an. Zack, zack. Dann einmal zack und zack. Oh nein, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen! Okay, ganz entspannt. Zack, 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 zack und zack. Okay, wir haben es geschafft, ohne Leben zu verlieren. Lol. Lol. Hallo. Hallöchen. Das war anscheinend das richtige Level. Okay, cool. Hier ist irgendwas aufgegangen. Exit ist next to the floor. Okay. Ja. Das freut mich natürlich. Hier ist anscheinend nicht wirklich viel. Hier, was ist das hier? Put the key lever here. Also ich glaube, hier in den Kisten sollte irgendwo ein Lever sein oder sowas. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Irgendwo sollte, glaube ich, hier ein Lever sein, Leute. Und wenn wir den Lever gefunden haben, dann können wir damit wunderschön den Esmeralda beglücken und können dann damit halt Dingens hier. Dann einfach in das nächste Level kommen oder sowas, glaube ich natürlich. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Esmeralda hier bestücken. So, zack, 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 zack. Nee, nee, nee. Hm, hier ist überall nichts drin. Ich hasse es, Kisten aufzumachen. Warum dauert das so lang? Okay, wir machen es jetzt hier ganz anders. Wir nehmen jetzt hier erstmal so. Okay, 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 okay.
Okay. Anscheinend ist hier doch nicht das, was ich glaube, was es ist, was ich bin, wer ich denke. Warum bin ich das? Irgendwo hier muss ich doch was getan haben. Holy Kapo. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe die Map kap. Hä? Oh, ich glaube, der Geisterblock. Leute, der Geisterblock funktioniert halt auch nicht immer, ne? Der Geisterblock funktioniert nicht. Oh, wir sind im nächsten Level. Ja, komm, du kannst mich nicht trollen, Alter. Oder? Oh. Doch, anscheinend schon. Okay, jetzt müssen wir halt irgendwie hier so drüber rennen. Und zwar machen wir das einfach ganz so. Easy cheesy, so. Jetzt schauen wir mal hier. Ist es... Was ist jetzt der richtige Dings? Kann man hier springen? Oh mein Gott, das ist richtig. Das hier sieht auch richtig aus. War es aber nicht. Okay, das Ganze wird jetzt schon ein bisschen... Aua. Das Ganze wird jetzt schon ein bisschen schwerer, glaube ich. Okay. So, dann hier hin. Kann man einfach nach da drüben springen. Ich habe Angst. So. Ah! Fake! Lass mich in Ruhe! Oh nein, das ist, ich bin so schlecht gerade. Oh Gott. Okay, rennen, springen. So, dann hier runter. Easy going. Dann hier hin. Bitte sag mir, bist du ein richtiger Block? Du bist ein richtiger Block. Okay. Okay. Hier hin. Oh Gott. Bist du auch ein richtiger Block? Okay, es geht. Okay, wir müssen das Ganze jetzt richtig vorsichtig angehen, Leute. Haltet euch fest. Ich schätze mal, das hier ist ein Geisterblock. Das da, das da, das da. Und deswegen springen wir jetzt einfach auf den Eisenblock. Okay, geschafft, 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 geschafft. Einfach auf dem Eisen bleiben. Gott im... okay. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Es ist auf jeden Fall nicht der Red Zone. Diamant? Diamant ist ganz gut, glaube ich. Diamant? Diamant ist gut, aber Gold ist... Oh, nein. Leute, dieses... Diese... Oh, ich weiß nicht, was soll ich nehmen? Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, Mac und du bist weg. Ist es die Kohle? Oh mein Gott, bitte. Muss ich hier durch? Oh mein Gott! Es war wirklich die Kohle. Oh mein Gott. Ich habe einfach nur geraten, Leute. Oh, was ist das für ein cooler Raum, Alter? Es war einfach die Kohle. Ich pack's nicht, Alter. Mega nice. Dafür würde ich mir gerne auf die... Was ist das? Hä? Ist es jetzt ein Bug? Lol. Ah, ich verstehe. Oh. Das ist anscheinend hier gewesen, oder? Aber man sieht's auch, Leute, weil das hier heller leuchtet irgendwie. Seht ihr das? Das hier leuchtet viel, viel heller. Oh mein Gott. Es ist Level 7. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt ganz entspannt bleiben, Leute. Ganz entspannt bleiben. So. Hier ist natürlich nichts. Ich laufe jetzt einfach mal überall gegen die Wand. So eventuell, dass ich dann... Yo, wie nice. Alter, ich bin richtig gut. Oh, hier Level 8 ist... Regenbogen? Oh nein. Oh nein. Ich sehe es kommen. Der sieht fake aus. Er ist aber nicht fake. Der ist echt... Ich glaube, nach da müssen wir, Leute. Seht ihr das? Da backt es auch ein bisschen rum, der unsichtbare Block. Sag mir bitte, dass du echt bist. Der sieht nicht echt aus. Der sieht auch nicht echt aus. Die sehen alle nicht echt aus. Oh Gott. Okay. Oh mein Gott! Oh nein, es ist gar nicht so einfach, Leute. Dann der da, dann der da. Oh nein, das war gar nicht der lilane. Upsa, gerade wieder dasselbe passiert. Ist der hier echt? Nee, der hier ist auch nicht echt. Das ist ganz gut zu wissen, Leute, damit wir das hier ein bisschen besser hinbekommen. Zack, zack. Tja! Ich will als auf den lilanen springen, aber ich meine auf den pinken, aber das ist gar nicht der pinke. Bist du echt? Du warst auch nicht echt. Okay, das war... Leute, ich muss mir das merken. So, alles gut, alles gut. Zack. Ups. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, bist du's? Du bist es auch nicht. Gut, gut. Dann bist du's. Du bist es auch nicht. Wollt ihr mich veräffen gerade? Das sind auch alles keine echten Blöcke. Oh mein Gott, Leute. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, wenn hier 80%... Das ist auch ein Fake-Block. Wollt ihr mich veräffen? Ihr wollt mich veräffen. Hier kann ich hin. Kann ich hier hin? Oh mein Gott. Sag mir bitte, dass du echt bist. Oh mein Gott, der war einfach nicht echt. Okay, wir wissen, rot ist es auch nicht echt. Rot ist auf keinen Fall echt. Ups, so, wir wissen jetzt, der da drüben, der rote ist falsch.
So, so und so. Dann hier lang. Dann hier hin. Rot ist falsch. Weiß ist auch falsch! Okay, okay, okay. Bitte sag mir, dass du ein echter Block bist. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, das ist ein echter Block. Geschafft. Ich hab's geschafft. Reset. Jawohl, Leute, ich hab's geschafft. Die Geisterblöcke sind bezwungen. Hier, seht ihr das hier? Du kannst mir gar nicht, so dummer Geisterblock, du blöder Fake-Block. Was willst du von mir, hä? Ich bin Lars oder so, ja? Ich hab einen Daumen nach oben verdient und ein Abo und eine Glocke zum Aktivieren und sowas. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich wirklich freuen. Ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und, ja. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Geisterblöcke hier am Start und so. Und, ja, das war's. Tschüss.